Moin moin ihr Lieben und willkommen zu einem kleinen feinen Video über ein Thema, das immer wieder diskutiert wird in den Kommentaren. Und da auch ich immer wieder mit dem Thema konfrontiert bin, reden wir heute über Rennstarts im Formel 1 Spiel. Und zwar ist das ja so ein sehr beliebtes Thema, wo du halt den Finger ganz leicht drauflegen kannst und sagen kannst, Dave, du bist schlecht gestartet. Üb doch mal bei den Starts. Probier mal dieses aus, probier mal jenes aus. Kannst du nicht endlich mal besser starten? Das geht einem auf den Zeiger, dass du das nicht hinbekommst. Und heute bringen wir ein bisschen Sachlichkeit in die Debatte. Denn ich habe mir 18 Starts von mir betrachtet, die ich in der letzten Zeit hatte. Denn, was mir aufgefallen ist, ist, sobald ich in einem Multiplayer-Event unterwegs bin, zum Beispiel in einem Liga-Rennen, beim Comedy-GP, beim Community-GPO, geht's straight nach vorne beim Start. Sobald es allerdings im Singleplayer ist, verliere ich eigentlich immer Positionen. Deswegen habe ich mich eine Sache gefragt, starte ich im Singleplayer wirklich so viel schlechter als im Multiplayer? Dazu habe ich mir 18 Starts betrachtet, 8 davon sind aus dem Multiplayer entnommen, 10 davon sind aus dem Singleplayer und eigentlich 3 davon kann man auch ignorieren, die ersten 3 im BMW. Trotzdem, ich nehme die mal ein bisschen als Referenz rein, damit man sieht, wie so ein schlechter Start dann richtig aussieht, weil ich da noch kein richtiges Startprozedere hatte. Ich wusste noch nicht, wie viel Gas gebe ich, wo lasse ich die Drehzahl stehen, wie viel Gas gebe ich, sobald das Auto losgefahren ist und so weiter und so fort. Und natürlich gibt es viele Faktoren, die diese Starts beeinflussen. Allerdings werden wir sehen, dass das nur geringfügigen Einfluss hat, weil es gibt teilweise Starts, da bin ich mit Medium-Reifen ja, den drittbesten Start insgesamt sogar gefahren, hier in dieser Liste, den viertbesten ebenfalls. Dann gibt es natürlich auch Faktoren wie die Benzinmenge, wie viel Sprit hast du dabei, ist es ein 25, 50 oder 100% Rennen. Je schwerer das Auto, desto schwerer kommt es von der Stelle, das ist zumindest die Logik dahinter. Ich habe mir auch die KI-Stufe notiert, weil wenn die KI höher ist, dann ist es zumindest wahrscheinlich, dass sie einen guten Start hat oder besseren Start hat, als wenn die KI niedrig ist. Zudem muss man natürlich bei den Reifen beispielsweise bedenken, es gibt 5 verschiedene Härtegrade, das heißt, wenn man auf einer Strecke einen Medium-Reifen hat, auf einer anderen Strecke ebenfalls einen Medium-Reifen hat, dann kann dieser Medium-Reifen theoretisch sogar 2 Stufen härter sein als der Medium auf der anderen Strecke. Darüber hinaus gibt es auch etliche Faktoren, wie beispielsweise die Stärke des Motors oder des Fahrzeugs im Allgemeinen. Das passiert dann vor allem im MyT-Modus. Am Anfang ist das Auto schwach, später ist es richtig stark und stärker als das Online-Auto. Das hat einen Einfluss darauf, wie das Auto grundsätzlich beschleunigt. Bis 100 km/h aber eher weniger. Auch das werden wir sehen, denn insgesamt zum Beispiel mein 6. bester Start war in einem Rennen mit realer Performance in einem Haas. Yep, in einem Haas. Und das hat zwar einen geringfügigen Einfluss, aber größtenteils erst dann ab 100 km/h bis 200. Das wird man dann auch so ein bisschen bei der Zeitmessung sehen. Regenstarts habe ich komplett ausgeklammert, weil Regen nochmal super viele zusätzliche Variablen mit reinbringt, zusätzlich zu den bisher genannten Variablen. Dann schauen wir uns vielleicht mal die Tabelle an und wir sehen, die ersten 3 Starts, also die langsamsten, das sind halt tatsächlich die Starts in der BMW-Karriere, die sind auch schon ein bisschen her, die BMW-Rennen, deswegen, also die bisherig aufgenommenen zumindest, bedeutet, da hatte ich noch keinen klaren Startmechanismus drin. Und dann sehen wir tatsächlich schon so die ersten Multiplayer-Starts, bei denen ich tatsächlich auch Positionen gut machen konnte. Auch aus der AOR sehen wir schon Starts. Und was auch auffällt, wenn man sich die Beschleunigung von 0 auf 100 betrachtet, die ja für diesen Startprozess wichtiger ist, weil bis 200 spielt auch der Motor auch auf jeden Fall eine Rolle. Das sieht man zum Beispiel, wenn man die vorletzten beiden Starts quasi miteinander vergleicht. Von 0 auf 100 identisch bis 200 braucht das AOR-Auto dann 1,5 Zehntel länger. Das ist, weil das MyTeam-Auto halt geupgradet ist. Oder beispielsweise auch beim realen Alpha-Start im Vergleich zum 25%-Start, wo beide 3,11 Sekunden von 0 auf 100 brauchen. Die Multiplayer-Starts sind alle ein bisschen dunkler markiert. Und was auffällt ist, ja, die Multiplayer-Starts, die sind grundsätzlich, sage ich mal, am besseren Ende. Aber die besten Starts hatte ich trotzdem in der MyTeam-Karriere. Schauen wir uns vielleicht mal beispielhaft jetzt mal einen Start an, das ist der Saisonauftakt zur 3. Saison der DG Racing Karriere, quasi im Aston Martin DG Racing Fahrzeug und da sehen wir, Sebastian Vettel kommt richtig gut weg, ist pfeilschnell einfach komplett davon gefahren, links vor mir jetzt schon Lewis Hamilton, direkt hinter mir Valtteri Bottas und auch der Alpha Tauri da hinten, der wollte mal kurz reinnunsen, also die haben alle einen richtig geilen Start erwischt und ich bin scheinbar richtig schlecht weggekommen. Ja, und wir können, glaube ich, mal auch jetzt mal die Starts alle nacheinander durchgehen. Alle 18.
und sehen dann zum Beispiel, okay, BMW-Karriere, wie gesagt, ist ein bisschen älter die Aufnahme, kein so guter Start und zack, direkt schießt der Williams vorbei. Irgendwo auch ganz logisch und auch ein Sergio Perez, der da wahrscheinlich strafversetzt so weit hinten ist, der ist da auch schon dran und möchte ein bisschen Party machen. Gut, ist kein guter Start. In Bahrain lief es dann schon deutlich besser. Hier bin ich von 0 auf 100, 0,13 Sekunden schon schneller gewesen. Trotzdem sehen wir, die KI zieht davon. Ist ja noch der zweitschlechteste Start, geht ja alles noch klar. In China bin ich nochmal eine halbe Zehntel schneller geworden. Und fast auf der Linie überholen mich beide Haas plus Mick Schumacher. Heißt also, hier hat sich überhaupt noch nichts getan. Jetzt kommen wir so langsam aber sicher zu dem Bereich, wo es halt enger wird. Hier haben wir einen Real-Performance-Haas-Start, wo ich für 0 auf 100 3,22 Sekunden gebraucht habe und quasi auf der Linie den McLaren stehen lasse und dann auch schon die nächsten Fahrzeuge angreifen kann. Beim ersten AOR-Start in dieser Liste, da sind wir genauso schnell wie bei dem Haas-Start eben. Da sehen wir auch einen kleinen Bug, nämlich der Lobby-Host, der startet ungefähr eine Sekunde früher. Aber links habe ich den Racing Point zum Beispiel überholt beim Start. Und ich bin auch bei den anderen ja gut dran geblieben, zum Beispiel beim Haas direkt vor mir. Jetzt gucken wir uns einen Start an, der eine Hundertstel schneller war als der erste AOR-Start, den wir uns soeben angeschaut haben. Und wir sehen, ich komme zwar okay von der Linie weg, aber Grosjean schießt an mir vorbei, Hamilton schießt an mir vorbei. Hinter mir ist ein Ferrari schon, rechts von mir ist auch schon ein Ferrari. Ja, ein heilloses Chaos. Da könnte man wirklich glauben, der Typ kann halt überhaupt nicht starten, bis man sich dann vielleicht mal den AOR-Start hier betrachtet. Auch da wieder der Lobbyhost eine Sekunde früher losgefahren. Ich krieg sofort den Red Bull, sofort meinen Teamkollegen im anderen Ferrari und komme super nah dran an die Leute, die weiter vorne sind und zig Meter Vorsprung hatten. Der Williams, der hat super viel Abstand verloren auf dieser Geraden, aber auch die anderen Autos. Und das war ein richtig guter Start. Und der war nur 200stel schneller auf 100 km/h als der eben. Dann gucken wir mal, wie es in Hanoi läuft, wenn man beispielsweise im MyTeam-Auto fährt. Ja, besserer Start als eben in der AOR. Trotzdem, Ricciardo ist sofort vorbei. Valtteri Bottas ist da ebenfalls dann schon neben mir. Ich bremse sehr spät, um vor Valtteri Bottas zu bleiben. Startposition verloren. In Zandvoort ein ähnliches Bild. Und jetzt kommen wir wirklich in den Bereich. Von hier bis Platz 2 sind die Starts innerhalb von einer Zehntel Differenz. Das heißt, der hier von 0 auf 100 ist nur eine Zehntel langsamer als eben. Und trotzdem, am Anfang schießt der Red Bull einfach vorbei. Und auch so, also ich habe keine Chance. Nur mit sehr spätem Bremsen und außenrum mehr Grip finden, wenn ich ihn habe. Und hier sehen wir, 100% Rennen können ebenfalls beim Start richtig gut sein. Paul Ricard. Auch wenn mich die Autos drumherum alle überholen, so muss man ja trotzdem sagen, ja gut, ich bin hier in 3,12 Sekunden auf 100 km/h gewesen. Trotz allem, der Williams bekommt mich beim Start quasi sofort. Wenn wir uns einen Start betrachten, der eine Hundertstel schneller ist, im Multiplayer-Modus, mit realer Alfa Romeo-Performance, dann bin ich sofort an einem Mercedes vorbei. Huch, dann bleiben wir beim Multiplayer-Modus und, nee, doch nicht beim Multiplayer-Modus. Jetzt gehen wir in den Singleplayer-Modus. Wir bleiben bei 3,11 Sekunden Rennstart und wir sehen Ricciardo, der schießt einfach vorbei, als hätte er plötzlich den letztjährigen Ferrari-Motor drin. Und links von mir ist auch schon Pierre Gasly. Komisch. Das ist zum Beispiel die aktuellste DG-Racing-Folge und ich muss sagen, das war so der Start, der mich jetzt in letzter Zeit richtig frustriert hat, weil ich dachte, hey, was soll ich machen beim Start? Was soll ich machen? Was soll ich noch machen, um gut wegzukommen? Das war jetzt mein siebtbester Start in der gesamten Liste und er ist nur 700 langsamer bis 100 km/h als mein zweitbester. Bis 200 km/h durch den Motorvorteil ist das der drittbeste Start in dieser Liste. Jetzt gucken wir uns einen Start an mit realer Fahrzeugperformance im Haas. Hier sofort den Typen rechts von mir bekommen. Die beiden Alpha Tauri habe ich auch noch vor der ersten Kurve geschluckt. In Silverstone 3,09 Sekunden bis 100 km/h. Der AOR-Start darauf 3,07 Sekunden bis 100 km/h. Und auch hier, ich level mich ungefähr auf mit dem Red Bull auf dieser Geraden. Also insgesamt auch hier wieder ein richtig guter Start. Da könnte man wieder sagen, ja, ist ein ganz guter Starter eigentlich, ne? Nicht schlecht. Dann guckt man sich einen Online-Start an, wo ich mit Medium-Reifen starte und schneller bin als Jespe. 3,06 Sekunden von 0 auf 100. Den habe ich auch in der ersten Kurvenkombination dann bekommen. Und dann guckt man sich noch einen AOR-Start an und denkt sich, ja, der Lobby-Host, der startet wieder ein bisschen zu früh. Ein Auto bekommen.
beim zweiten direkt nebenan, den Ferrari-Teamkollegen ebenfalls schon überholt. Drei Autos noch vor der ersten Kurve überholt, beziehungsweise gut, der Ferrari geht da außenrum wieder vorbei, aber zwei Autos überholt und beim dritten auf gleiche Höhe gekommen. Das ist ein richtig guter Start. Das stimmt auch. 3,04 Sekunden von 0 auf 100. Jetzt gucken wir mal, wie das im Singleplayer aussieht, wenn ich von 3,04 Sekunden auf 100 fahre. Und Spoiler, das haben wir schon gesehen. Ja, kleines Déjà-vu. Während ich im Multiplayer zwei Autos sofort überhole, levelt sich hier der Mercedes auf, der eine. Der andere ist direkt an mir dran. Sebastian Vettel ist komplett im Nichts verschwunden. Das ist der krasse Unterschied zwischen den Starts im Multiplayer und den Starts im Singleplayer. Aber es gibt ja noch einen Start. Und der ist mit Abstand der beste Start. Ich bin hier über eine Zehntel schneller als im zweitbesten Start auf 100 km/h. Abu Dhabi. Und auch hier sieht man, Jack Aitken zieht mir direkt davon. Die Red Bull sind direkt dran. Links von mir ist jetzt schon ein Renault, wo ich nicht weiß, wo der plötzlich dahergekommen ist. 2,92 Sekunden für 100 km/h, 4,83 Sekunden für 200 km/h. Wenn wir jetzt nochmal die Tabelle aufrufen, sehen wir, das ist mit Abstand der schnellste Start. Und auch mit dem schnellsten Start kann ich auf 110% keine einzige Position gut machen. Ganz im Gegenteil, ich werde von hinten von drei Fahrzeugen unter Druck gesetzt. Was nehmen wir jetzt aus dieser Auswertung mit? Natürlich könnte man verschiedene Rückschlüsse ziehen. Ja? Man kann natürlich sagen, hey Dave, die ganzen Leute, gegen die du online fährst, sind halt irgendwelche Trantüten und können halt nichts. Die Frage ist, wie wahrscheinlich das ist. Andererseits kann man sich hinstellen und überlegen, huch, warum machst du wirklich trotz eigentlich fast identisch guter Starts im Multiplayer eigentlich immer Position gut, im Singleplayer verlierst du aber immer welche. Und wenn man da nicht sehr biased reingeht und schon den Entschluss fasst, hey, Dave ist halt ein schlechter Starter, ist halt so, der soll es halt mal besser machen, dann wird man eigentlich relativ einfach auf die Lösung kommen, dass die KI einfach crazy gute Starts macht. Weil, wenn ich ein schlechter Starter sein soll, ich wäre damit einverstanden, ja, ich habe kein großes Problem. Meine größte Schwäche sollen von mir aus meine Starts sein. Gut, mein Qualifying ist meine größte Schwäche, das weiß ich. Aber was heißt das dann für alle anderen Fahrer im Multiplayer-Modus, gegen die wir gefahren sind? Das ist ja super, super abstrus, wenn ich ein schlechter Starter bin, dass alle anderen im Online-Modus dann einfach richtig schlechte Starter sind. Das ist halt super unwahrscheinlich. Und was man, finde ich, in diesem Clip sehr gut sieht und diesen Clips, ist, dass wir einige Starts hatten, die ungefähr auf einem Level waren. Wir hatten einige Starts, wo ich im Multiplayer langsamer war als im Singleplayer und trotzdem hat es kein einziges Mal für einen Positionsgewinn gereicht. Was ist für mich so ein bisschen das Fazit? Naja, ich habe mich ja letztens dafür entschieden, jetzt 25% Rennen zu fahren und ich finde die Rennen auch eigentlich ganz geil. Ja? Das sind so schön kompakte Rennen, wo es einfach mal um viel Racing-Action geht. Aber mit so einer eklatanten Designschwäche, nichts anderes ist es, wenn du selbst recht gut unterwegs bist, richtig gut unterwegs bist in etwas und die KI ist trotzdem deutlich besser als du. Das ist eine Designschwäche. Punkt aus, fertig. Wenn man beim Start immer Position verliert, dann ist es für so ein 25% Rennen halt einfach sehr, sehr frustrierend. Weil du wenig Zeit hast, wenige Runden hast, um diese Starts zu kompensieren. Und das ist einfach schade. Und deswegen bin ich momentan so ein bisschen eher am Grübeln, dass ich eigentlich so ziemlich jedes Format ein bisschen in Richtung 100% dränge. Weil ich zugeben muss, dass mir die Sachen da halt am meisten Spaß machen. Die Designschwächen sind da am wenigsten vorhanden. Da gibt es keine Strategieprobleme, die es bei 50% Rennen gibt. Auch keine Strategieprobleme, die es teilweise bei 25% Rennen gibt. Keine Probleme, wenn du halt einen Ticken schlechter startest, ja, oder selbst wenn du den besten Start der Welt hast und dann trotzdem ein, zwei Positionen verlierst, dann hast du immer noch ein 100% Rennen vor dir, damit du diese Position gut machen kannst. Das hast du bei einem 25% Rennen eben nicht. Und mein persönliches Fazit aus diesem Video ist, ich habe jetzt endlich Klarheit. Ich kann mit meinen Starts in Frieden leben, weil ich jetzt genau weiß, es ist nicht der Anwender, der kompletten Blödsinn macht, also es ist nicht Dave, der keine Starts kann,
sondern es ist ein anderer Faktor. Ein Faktor, der zwar für manche Formate so ein paar Fragen aufwirft, die ich für mich selbst dann noch beantworten muss, wie ich mit diesen Formaten weiter verbleibe. Aber grundsätzlich habe ich jetzt zumindest mal meine Antwort, was das Thema Rennstarts angeht. Und ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr fandet dieses Video auch informativ. Vor allem die Leute, die vielleicht selbst so ein bisschen bei den Starts verzweifeln und sich denken, meine Güte, wie starte ich denn hier jetzt richtig? Ja, ich hoffe, dass ihr viel Spaß hattet bei diesem Video, dass hier mal sachlich dieses Thema dann abgehandelt wurde. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne ein Abo raushauen, beim nächsten Mal wieder einschalten und dann bis demnächst, ihr Lieben. Ciao!